Willkommen in der Windsor Guildhall, dem früheren Gildehaus, in dem Kaufleute, Gewerbetreibende, Richter und Ratsherren zusammentrafen. Dieser Raum ist das Vestibül. Hier sammeln sich Gäste vor Sitzungen. Die große Holztafel verzeichnet die Vögte und Bürgermeister von 1321 bis zum heutigen Tag. Über dem Kamin hängt die Kopie eines Gemäldes von Antonis van Dyck, das die ältesten fünf Kinder Karls I. zeigt. Das Kind im roten Kleid auf der linken Seite ist der spätere König Jakob II. Über der Vitrine sehen wir ein Gemälde, das Prinz Wilhelm von Oranien beim Empfang des Staatsruders darstellt, im Jahr 1689 nach der Abdankung Jakobs II. Unsere Ausstellung umfasst viele Objekte aus unserer Gemeindesammlung, die der Stadt geschenkt wurden. Die weiße Vase erinnert an das silberne Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Die Konturen der Vase zeigen ihr Profil und das von Prinz Philipp. Erkennen Sie die beiden? Dieser Ratssaal diente von 1690 bis 1971 als Gerichtssaal. Man sieht noch das Podest und Geländer, wo der Bürgermeister und der vorsitzende Richter ihre Plätze einnahmen. Die geschnitzten königlichen Wappen über dem Podest gehörten Königin Anne, die von 1702 bis 1714 regierte. Sie war die letzte Monarchin aus dem Hause Stuart. Das Wappen erinnert an die Vereinigung von England und Schottland im Jahr 1707. Über ihnen hängen zwei Kronleuchter aus Messing. Sie sind eine Leihgabe von Schloss Windsor und befinden sich seit Anfang der 1950er Jahre hier. Die beiden Kronleuchter wiegen jeweils über 317 Kilogramm. Die mit Schnitzereien verzierten Holzstühle sind aus Eichenholz aus dem großen Park von Windsor gefertigt. Sie tragen das Wappen von Windsor, das seit 1439 verwendet wird. Porträts mehrerer britischer Monarchinnen und Monarchen, von Elisabeth I. bis Elisabeth II., zieren die Wände. Die meisten Bilder wurden der Bezirksverwaltung im Laufe der Jahre geschenkt. Die Gemälde von Georg V. und Königin Maria wurden der Gemeinde 1917 vom Königspaar persönlich zum Geschenk gemacht, als die königliche Familie ihren Namen von Sachsen, Coburg und Gotha zu Windsor änderte. Die Rahmen sind aus Eichenholz aus dem großen Park von Windsor gefertigt und entsprechen den Rahmen der Porträts von Eduard VII. Und Königin Alexandra. Das größte Gemälde im Raum zeigt Georg IV., gekleidet im Gewand des Hosenbandordens. Seine Hand ruht auf einem Tisch, der einst Napoleon gehörte und ihm nach der Schlacht bei Waterloo geschenkt wurde. Der Monarch war für seinen verschwenderischen Lebenswandel bekannt. Er gab auch das Reiterstandbild seines Vaters Georg III. In Auftrag, das am Ende des Long Walk, des langen Weges, im Park steht. In Windsor selbst ist die Statue unter dem Spitznamen das Kupferpferd bekannt. Links und rechts von Georg IV. Sehen wir die junge Königin Victoria und Prinz Albert. Die Saphirbrosche, die Victoria trägt, war ein Hochzeitsgeschenk des Prinzen. Seitdem hat sie jede britische Monarchin getragen. Der Ascot Raum ist vor allem wegen der Trauung von Prinz Charles und Camilla, der Herzogin von Cornwall, bekannt, die am 9. April 2005 hier heirateten. Auch die eingetragene Partnerschaft zwischen dem Sänger Sir Elton John und David Furnish wurde hier besiegelt. Am 21. Dezember 2005, dem Tag, als gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in Großbritannien legalisiert wurden. Der Raum ist Teil des Anbaus von 1829 und besticht durch seine herrlichen Buntglasfenster. Das mittlere Fenster an der Rückwand erinnert an die Renovierung des gesamten Gebäudes im Jahr 1951,
die im Rahmen der damaligen Nationalausstellung Festival of Britain durchgeführt wurde. Die Fenster zu beiden Seiten wurden 1886 von der Buntglasmanufaktur Royal Windsor hergestellt. Das eine zollt Tribut an Prinz Leopold, den jüngsten Sohn von Königin Victoria, der bereits in jungen Jahren nach einem tragischen Unfall starb. Das andere zeigt Prinzessin Beatrice, Victorias jüngste Tochter. Anlässlich des diamantenen Thronjubiläums von Elisabeth II. Im Jahr 2012 wurden zwei neue Fenster installiert. Sie zeigen die vier königlichen Residenzen: Schloss Windsor, den Buckingham Palast, Sandringham House und den schottischen Landsitz Balmoral. Zwischen den Fenstern sehen Sie ein Bild von Elisabeth II. Sie trägt dieselbe Saphirbrosche wie die junge Königin Victoria im Ratssaal. Dies ist das Privatbüro des Bürgermeisters, wenn er sich in Windsor aufhält. Die Wände sind mit Bürgermeisterporträts aus 200 Jahren geschmückt. Die längste Amtszeit absolvierte Sir William Carter. Er diente 13 Jahre lang als Bürgermeister und wurde für sein Engagement und seine Leidenschaft für die Stadt in den Ritterstand erhoben. Der herrliche Eichentisch mit den kunstvoll geschnitzten Füßen wurde der Stadt im Gedenken an Augustus Harris geschenkt, der 1911 das Amt bekleidete. Der Wandteppich erinnert an die erste Ausstellung der Windsor-Tapisserien im Dezember 1878. Er zeigt das königliche sowie das Bezirkswappen, eine Eiche und einen Hirsch. Das Gemälde über dem Wandteppich zeigt James Bedborough. Er errichtete 1829 den Anbau der Guildhall und amtierte 1846 sowie 1853 als Bürgermeister. Über der Tür zum Escortraum sehen wir ein Porträt von George Davies, Bürgermeister von 1819. 1820 bot Georg IV. Ihm die Ritterwürde an, doch er lehnte ab. Er wünschte sich eine Ehrung, die er an künftige Bürgermeister weitergeben konnte. Der König schenkte ihm eine Kette mit Medaillon, die bis heute von den Bürgermeistern des Bezirks getragen wird. We hope you enjoyed your tour of Windsor Guildhall. We hope to see you soon.